Mit nur einem Schnitt ist es soweit. Der erste Bauabschnitt der Querspange Hamborn-Walsum ist für den Verkehr freigegeben. Aber noch rollen hier keine Autos. Erst am Dienstag soll es soweit sein. Doch dass es nach über anderthalb Jahren jetzt die Freigabe gibt, ist für die Duisburger Infrastrukturgesellschaft ein Meilenstein. Wichtig ist, nach anderthalb Jahren Bauzeit eine leistungsfähige Straße hier an die Bevölkerung zu übergeben, die eine wichtige Verbindung von der A59 Abfahrt Fahren und dann hier im Norden an die B8 Weseler Straße darstellt. Denn die neue Querspange soll die nördlichen Duisburger Stadtteile entlasten. Anstatt durch Wohngebiete sollen LKWs über die neue Verbindungsstraße von der A59 in Fahren zu den Gewerbe- und Industriegebieten in Walsum fahren. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass Logistik eben neben vielen positiven Aspekten eben auch eine Menge Schattenseiten hat. Insbesondere die LKW-Verkehre belasten Duisburg und die Bevölkerung. Und deswegen ist das wichtig, eine Verkehrsinfrastruktur zu schaffen, die die LKW-Verkehre zu ihrem Ziel und von ihrem Ziel wieder zurück zur Autobahn bringt. Und das haben wir jetzt hier mit der Umgehungsstraße Walsum-Hamborn, wie ich finde, sehr, sehr gut im Zeit- und im Finanzplan bleibend hingekriegt. Der erste, jetzt fertiggestellte Abschnitt ist rund 1100 Meter lang. 1100 Meter, die einige Herausforderungen mit sich gebracht haben. In den Kreuzungspunkten den Verkehr, so gut es ging, aufrechtzuerhalten, die ganzen Versorgungsleitungen aus 100 Jahren Baugeschichte umzulegen, neu zu legen, zu sortieren und schnell den Verkehr wieder freien Fluss geben. Der fertige Abschnitt ist aber viel mehr als nur eine Straße für LKWs. Fuß- und Radwege, über 80 junge Bäume und 100 LED-Laternen sollen die Querspange komplett machen. Aber so wirklich komplett wird die Umgehungsstraße erst mit dem zweiten Abschnitt. Mit fast 4 Kilometern Länge wartet hier aber noch jede Menge Arbeit. Die DEG hat am 30. Mai den Förderantrag bei der Bezirksregierung in Düsseldorf eingereicht für den zweiten Bauabschnitt. Wir haben dort die Baumaßnahme dargelegt und unterlegt technisch und warten jetzt auf eine Zuteilung und auf grünes Licht aus Düsseldorf, sodass wir parallel dazu unter Vorbehalt die Ausschreibung schon machen können, einen Partner finden, der die Arbeiten ausführen wird und dann hoffentlich im dritten oder im vierten Quartal diesen Jahres auch noch mit den Arbeiten vor Ort starten können. Und wenn dann alles nach Plan läuft, soll die Anbindung der Wirtschaftsflächen bis 2025 befahrbar sein. Für entlastete Bürgerinnen und Bürger und ein stressfreieres Autofahren in Duisburgs Norden.